Herzlich willkommen auf dem Kanal von Ecolinguist. Mein Name ist Florian und heute werden wir versuchen, ob Muttersprachler von der schwedischen Sprache, norwegischen Sprache und niederländischen Sprache Wörter verstehen, die ich erkläre. Und ich sitze heute wieder mit Freya, Luis und Osmund hier. Herzlich willkommen. Freya, okay. Wir starten mit dir. Jag heter Freja och jag är från Göteborg i Sverige, men jag har nyss flyttat till Uppsala för att läsa en master i evolutionsbiologi. Ja, and Louis? Jag heter Louis, jag kom ursprungligen från Nederland, men jag gör nu en master i Sverige. Och jag har en YouTube-kanal som heter Barbarian Blue. Och Osmund, herzlich willkommen zur Challenge. Jag heter Osmund och jag kommer från Sandefjord i Norge. Men nå jobber jeg som lærer i Trondheim. Okay. Dann werde ich direkt auf Deutsch weiterreden und mit dem ersten Wort starten. Ihr werdet versuchen, das Wort zu erraten. Und ich werde das Wort nicht sagen. Und wir werden sehen, ob das funktioniert. Okay. Das erste Wort, Wort Nummer 1, ist ein Gerät, mit dem man zum Beispiel Nachrichten, Reportagen und Dokumentationen schauen kann. Oder Filme, Serien kann man damit schauen. Habt ihr eine Idee? Är det alltså någonting man filmar med, eller dokumenterar, eller fotograferar med? Ich bin nicht sicher, was Almat ist, aber ein Synonym zum Wort Gerät ist, es gibt ein englisches Synonym. Dieses Ding, du kannst dieses Ding benutzen, um Filme und Serien zu schauen. Men kann man visa eller kann man, använder man den för att visa och titta på saker eller för att producera? Oh. Är det för att producera eller för att visa? Ich bin nicht sicher, ob ich das verstehe. Vielleicht versuche ich einen anderen Tipp zu geben. Du kannst dieses Gerät einschalten und ausschalten. Und dieses Gerät existiert schon seit längerer Zeit, eine lange Zeit. Ja, vielleicht Osmund oder Luis, habt ihr Ideen, Gedanken? Ja, ich frage mich auf, ob es ein Objekt ist, was viele Menschen in Haus haben, ob dass es etwas ist, was vaker in een grotere ruimte door meer mensen bekeken wordt? Vielleicht. ja, also es ist ein Gerät in jedem Haushalt, das ist korrekt. Also nicht in jedem Haushalt, aber in vielen Haushalten. Ja. Osmund, hast du eine Idee? Ja, jeg tror jeg forstår. Det en ting som du kan bruke til å vise serier, filmer, reportasjer, og den har eksistert lenge, i lang tid. De fleste har den i huset sitt. Det en ting vi har i huset, hjemme. Men är det ett verktyg? Kan man producera med den? Eller kan man bara se eller titta? Ist das eine Frage an mich oder an Osmund? Nej, till dig. Okay, nochmal bitte, noch einmal bitte. Ein till. Okay, kan man producera film eller kan man titta? Da se på film. Also man kann einen Film sehen. Es gibt zwei Methoden. Du kannst einen Film sehen, der
offiziell geplant ist, oder du kannst das Ding, das Gerät, ja, heute macht das niemand mehr, aber du kannst, ja, einen Film von dir schauen, ja, aber heutzutage gibt es Netflix, das macht niemand mehr. Okay, seid ihr bereit? Wollen wir das Wort aufschreiben? Ja. Okay, dann jeder schreibt das Wort auf. Ja, du räknar till tre eller någonting. Ja. Okay, seid ihr bereit? Ja, okay, ihr seid klar. Okay, cool. Dann 3, 2, 1. TV. Was hast du, Louis? Television. Ah, ja, das ist alles korrekt. Das ist alles sehr gut. Genau. Tror mina speilvent. Nej, jag tror inte den är det. Inte, jag ser den rätt, så jag tror det är bara för dig själv. För min ser också spegelvänd ut. Okej. Okej, ja, das ist aber korrekt. Ja, genau. Fernseher ist sehen, es kommt von sehen. Und fern ist nicht nah, sondern fern. Mm. Fjärran. Ja, genau. Ja, yeah. Fjärnsyn på norsk. Det är gammelt, gammeldags. Så vi, man ser TV, men fjärnsyn är... Interessant, ja. Fernseher, gut, sehr gut. Dann machen wir direkt das zweite Wort. Wort Nummer zwei sind zwei Wörter, aber sie sind ähnlich. Ich erkläre, wo starte ich. Das zweite Wort ist eine Art Festung, in der die Leute von früher sich verteidigen können. Sie können sich gegen Feinde verteidigen. Dieses Wort ist eine Struktur, ein Gebäude, und es hat normalerweise Mauern. Und ja, viele Leute leben in diesem Gebäude oder in dieser Struktur, Und ja, sie leben dort, sie essen dort, sie trinken, sie feiern, aber sie verteidigen sich auch gegen Feinde. Habt ihr eine Idee? Oder braucht ihr mehr Tipps? Ich brauche noch mehr spezifikt. Okay, ich verstehe. Dieses Gebäude oder diese Gebäude im Plural sind... Sie existieren noch, aber sie werden nicht mehr gebaut. Sie werden nicht mehr gebaut. Vor 500, 600 Jahren waren sie sehr populär, aber heute sind sie nur noch Sehenswürdigkeiten, Attraktionen für Touristen oder historische Punkte in einer Stadt. Zum Beispiel in... Adam Stora. Ich weiß nicht, was... Nochmal... Är den stor? Är den... Icke liten, men icke liten, men stor. Ich habe nicht fragt, in die Kamera... Sie fragt, ob sie groß sein. Groß? Ob es groß ist? Ja. Es ist eine große Struktur, ja. Es ist eine breite... Bor det många där? Ich glaube, ja. Ja. Okay. Ja. Är det vackert eller flott? Also flott in Deutsch ist schnell. Är det fagert? Also es ist... Okay. Ich gebe einfach Osmund. Einen Tipp. Osmund. Är det vanligtvis laget av stein? Normalerweise aus Steinen, ja. Okay. Genau. Ja. Har det en torn? Wenn torn ein Turm ist, dann ja. Torn? Okay. Ah. Also auf Deutsch Turm, ein hohes Gebäude, wo du Ausschau halten kannst. Ja. Ja. Normalerweise ja. Genau. Ist er vaak ein Gracht umhängen? Ist er Water umhängen? Das war sehr typisch, ja. Nicht immer, aber normalerweise, ja. Das war typisch. Mhm.
Genau, Wasser ist um diese Struktur rum. Ja, genau. Für die Defensive. Ja. Okay, ja, habt ihr die Wörter aufgeschrieben? Ja. Oh, ja. Sorry, ich nicht. Jag har skrivit två ord. Jag vet inte vilket det är. Okej, 3, 2, 1. Sorry, wacht even. Borg eller slott? Slott und Borg, slott und Louis? Kastell of slott? Oh, Kastell. Okay, also ich denke, Freya, du hast geschrieben Borg. Ich denke, das ist korrekt. Also eine Burg, ja. Mm. Und Louis. Men inte Schloss, inte Slott, utan Borg. Ah, natürlich, ja, Slott, Schloss, genau. Das zweite Wort ist Schloss. Mm. Aber ein Schloss war mehr für die Aristokraten, ja. Für precis, den det var det jag försökte fråga, om det var fint, ja. Eller ah, om das, det var... Das war deine Frage, oh. Okay. Ja, om det var fancy liksom. Okay. Ja, Osmond, was? Jag skrev också slott. Slott. Alltså, men borg på norsk, samma som svensk borg. Mm. Okej, okay, förstår. Är lite mer korrekt. Mm. Mm, okej, okay, förstår. Alltså Schloss, woran ich denke, ist das Schloss Neuschwanstein, ja, Walt Disney. Ah, exakt, exakt, ah. Aha, genau. Also, ja, auf Deutsch, ich habe vergessen, sorry. auf Deutsch auch Schloss, also Burg, Schloss. Ja, Schloss. Ja. Ist das verkehrt rum? Nein, die recht für uns. Für, inte für dich, men für uns. Okay, okay, cool, cool, cool. Gut. Okay, und eine interessante Sache auf Schwedisch und auf Norwegisch, Slott, aber hier Schloss, das ja. Ist der, soweit ich weiß, der, was sagen wir auf Deutsch, the consonant shift, ich habe keine Ahnung. Konsonanten, was auch immer. Ja. Okay, cool, das ist alles korrekt. Okay, gut. Wort Nummer drei. Wort Nummer drei ist ein Wort aus zwei Wörtern. Und es ist das, was wir morgens zuerst sehen. Das Erste, was wir morgens sehen. Ja, zum Beispiel, okay. Es ist nachts und du gehst raus und um 5 Uhr oder 6 Uhr morgens kannst du das sehen. Das ist das Erste, was passiert. Ja, habt ihr Ideen? Iets dat opkomt in de morgen. Etwas, was aufkommt oder aufgeht. Men är det som är det utomhus? Nochmal. Är det utomhus? Aus dem Haus, ja, außerhalb des Hauses. Es ist utomhus. Die Natur, in der Natur. På himlen. Ja, genau, richtig. Okay. Im Himmel, ja, genau. No, im... Du kannst se det om morgenen, sa du. Om morgenen. Kann man se det hela dagen? Also das kannst du am Morgen sehen, aber es gibt das gleiche abends, aber nicht auf, sondern ab. Okay. Ja, men du ser det, du kan se det hela dagen. Ja, jeden Tag. Jeden Tag. Hele dagen. Okay. Also wenn nicht, dann jeden Tag. Ja. Ja. Okay. Okay, seid ihr bereit? Ja. Okay, ja. 3. Ich gehe halt. Okay. Ja, ja, lass dir Zeit. Ja, okay. Okay, ja. 3, 2, 1. Solen. Das ist in Nederlands Sonn. Solen. Oh. Solen? Okay, wir missverstod lite. No, ihr habt recht. Die Sonne ist das Erste, was du siehst, aber ich dachte ja, der Sonnenaufgang. Soluppgång. Okay. Okay. Soluppgången. Så ja. Teknisk sett kan du bara se den om morgonen, kanske. Ja, exakt. Ich habe wahrscheinlich falsch, nicht korrekt verstanden und es gab eine Misskommunikation.
Aber ihr habt recht, Sonne ist das Erste, was wir sehen, Sonnenaufgang. Ja. Ja. Sonne oder Sonnenaufgang. Mm. Dann, genau. So egentligen på svenska är det då soluppgång. Okay. Mm-hmm. Und Soluppgang. Soluppgang på norsk. Het klingt allemaal zo germaans door elkaar, ik weet het niet meer. Zonsopkomst. Okay. Zonsopkomst? Zonsopkomst. Aha, okay. Und es gibt Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Ah, sol. Oh, det låter som, vad ska man säga, undergång. Det är... Ah, undergång. Undergång betyder liksom apokalyps. Ragnarök. Ah, Ragnarök är undergången. Apokalypsen. Apokalypse? Ja, undergång. Eller Ragnarök. No, okay, Untergang. Ja, Untergang ist etwas Schlechtes, aber Sonnenuntergang ist normal. Das ist normal. Mm. Okay. Okay, okay. Sonnenuntergangen. Es ist nicht jeden Tag Sonnenuntergang. Oh nein, nein, nicht so. Okay. Und auf Niederländisch, Sonnenuntergang, was sagst du? Sonsopkomst und Sons. Ja. Ondergang. Ah, Sonnenuntergang. Okay, ja. Eller lichts. Das ist das Samme. In Norwegisch? Soluppgang. Aha. Und solnedgang. Mm. Ah, Niedergang. Okay, ich verstehe. Ja. Ja. Ned und upp. Mm. Soluppgang, solnedgang. Mhm. Ja, ned ist dann nieder. Okay, interessant. Ja. Okay, dann das letzte Wort, das vierte Wort, was wir heute haben. Ja. Ist typisch deutsch, ein Wort aus zwei Wörtern, ne, wie immer. Okay, und dieses, es ist ein Objekt, es ist ein Ding, und dieses Ding benutzt du, wenn du ein Buch liest. Du liest ein Buch. Okay. Und du hörst auf zu lesen, du legst das Buch beiseite, yeah. Aber du bist noch nicht fertig, noch nicht am Ende, du musst dir merken, bis zu welcher Seite du gelesen hast. Und dafür existiert dieses Objekt. Osmund, Luis, ist das klar? Ja, ich verstehe nicht helt. Du brukar den till böcker som du läser. Du lägger den i böcker. Men du lägger den där efter du är färdig. Nej, medan du läser. Så när om du läser den just nu, men sen så vill du lägga ifrån dig den en stund, så lägger du den i boken. Och sen lägger du ifrån dig boken. Du läggs das in das Buch, genau. Du lägger nog i, ja, denna tingen lägger du in i boken. Genau, in das Buch läggs du dieses Ding. Ja, genau. Okay, jag skönner. Luis, ich denke, alles klar, ja? Ja. Okay, dann, ich muss schreiben, einen Moment. Okej, okay, dann 3, 2, 1. Bokmärke. Bokmärke. Und auf Niederländisch? Wie? Boekenlegger. Boekenlegger. Ah, legger von legen. Ja, je legt hem in het boek. Buchleger, das ist. Skriver woorden höher op. Okay, und ja, Bokmärke ist ja. Bokmärke. Und in Niederländisch? In Niederländisch, das Wort? Boekenlegger. Niederländisch, Norwegisch. sorry. Samme som svensk, Bokmärke. Ja, lite annan stavning bara. Yeah. Auf Deutsch, ja. Lesezeichen. Är det typ som tecken? Eller vad kan det vara? Das Cognate. das Ein ähnliches Wort auf Englisch ist Token, aber Simon Roper hat das auf YouTube sehr gut erklärt. Aber ja, Lesen ist klar, Lesen ist von Buchlesen. Mm. Und Zeichen ist ein, zum Beispiel, das ist ein Handzeichen, ja, Hand. Tecken, Tecken. Tein, Tein, ja. Ja, Tecken. Okay, und auf Niederländisch Zeichen? Tecken. Taken, okay. Okay. Aber das ist ja Token. Mehr als Svenska. Samme. Genau. Und das ist auch dieser High Germanic Consonant Shift, dieser hochdeutsche Konsonanten. aus T wurde Z. Du kannst das zum Beispiel hören in dem Wort Herz. Ja, Herz. Hjärta. Hjärta.
Und auf Niederländisch? Hart. Herz. Auch Herz? Hart. Hart. Okay, ja. Yeah. Hart, wie auf Englisch. Genau. Und T wird zu Z. Genau. Okay, cool. Ja, alles korrekt. Lesezeichen. No bad. Well done. Well done. Yes. Well, that seemed easier than I expected, but I don't know. How did it go for you? Maybe first Freya. The first one was difficult because I thought there was a camera at first before I realized that it was a television. The first one was tough. Yeah. You tried asking about if it's used to produce movies or if you use it to watch movies. But he didn't really understand the question, so I was like, yeah. it was kind of difficult to understand the questions. So when I see Swedish or Norwegian written down, then that's a bit easier. But when I just have to listen to it, it's yeah. Yeah, I think me and Osmond had great use of each other to explain what was going on. That was helping me out. Tag team a bit. Freya was asking about the slot. Om det var stor eller. Yeah, exactly. And I was like, well, I'll say it in Dutch because that sounds way more similar to German. Groot sounds more similar to Gauss, I think. Yeah. So I kind of like, he's not going to get stor. What I wanted to know is, do you have the same distinction between Burg and Schloss in your languages? Yeah. Literally the same. Yeah. I think so, yeah. Because body is more like, more stony, just a block building, and it's more like a fortification type thing oftentimes. Mm-hmm. So not necessarily the people living them, I don't think, or like people do live in them, but like they're a fortification thing, like a fortress. We have a word that is very similar. We have the word what's it, Burcht, which Burcht? Is like body or whatever it was in German. Burg. But I used the word Kasteel, which is like castle. Yeah, I think so that would be more like slot. But I've also had like English people complaining about slot in Sweden because they don't think they are castles at all. Because I think we're a bit more generous with calling things slot or schloss. Like we call everything that's fancy and like aristocratic or like anything, and they would call them houses, like. Uh-huh. Something house. Right. Yeah. I thought the difference between kasteel and slot would be the slot has a moat. Yeah, I think you said that with the I don't know how it's called in English exactly, but the water around the moat. Fortress. Yes, the moat. Svalgrav. Burggraben, right. Yeah. But that's more for a body, to be honest. Yeah. I'd say. Maybe slot as well, but yeah. A moat in Dutch, we call them slotgracht, which is literally a canal of the slot. Yeah. No, we call them valgrav, so that is like a wool grave. How is the Norwegian? Volgrav. Same as in Swedish then. What was it in Dutch again, Louis? Slotgracht. Again? So literally the word slot and then gracht. Which is a canal. Gracht. Okay. I can type in a chat. Let me. Can we stop recording now? How is German now? Just Florence, say what's the German word? The moat. Thing. Yeah, Burggraben. Graben. And we also use Graben for when you're driving in a car and you're going off road and then like and then you ride into the Graben. That's also. Oh, okay. Can we stop recording because I have like 5 seconds left.